Hey ho! Heute gibt's mal wieder ein einfaches Küchenvideo. Spielt sich alles herin ab. Wir machen einen leckeren Beckenleberkäse. Ja, da drüben, da habe ich alles schon hergerichtet. Auf die Zutaten. Ja, ganz übersichtlich, im Prinzip 4 Stück. Bacon so in Streifen. Den habe ich schon gebrutzelt und gebraten. Ja, waren auch 2 so Päckchen. Was halt davon noch übrig ist. Lecker war er. 1 Kilo Leberkäsebrät. Bacon in Scheiben. Ja. Und ein bisschen an Rapp. Heute nehme ich den vom Barbecue Altperlach. Von Peter, den Hauswab. Mehr brauchen wir dazu eigentlich schon gar nicht. So, jetzt tun wir aber erst einmal hier ein bisschen was von dem Leberkäsebrät gleich da rein. Oder auch alles. Wenn es schon von selber hinein will. So. Also mit dem Rapp müssen wir es gar nicht übertreiben. Eigentlich nur ein bisschen. So, das reicht uns schon. Und dann kneten wir das Ganze durch, bis das eine schöne Masse wieder ergibt, wo der Bacon reingeknetet ist. Mache ich jetzt soweit und dann, tja, dann würde ich sagen, geht es auch gleich weiter. Unseren Leberkäsebrät haben wir jetzt ordentlich durchgeknetet. Ja, und jetzt geht es darum, die Schale noch ein bisschen mit Bacon auszukleiden. Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist dann ja Geschmackssache. Schön flach und dass es vielleicht ja so ein Zentimeter oder so übersteht. Und so mache ich jetzt die komplette Schale und die Längsseiten auch noch. Die Schale sauber ausgekleidet mit Bacon. Ja, und dann füllen wir unser Leberkäsebrät wieder da rein. Ja, so sauber aus der Schüssel geht es nicht raus wie aus der Schale. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Ja, ich weiß, ich habe wieder den Arm vor der Cam. Hilft jetzt aber nichts. Ach, die Cam ist noch gelaufen. Gut. Dann können wir hier die Ränder einschlagen. Die Seiten haben wir nicht so viel, so lang war der Bacon nicht. Die 2 Streifen lassen wir auch nicht verkommen. Fertig. Ab im Backofen bei. Was steht hier drauf? Oh, ohne Brille kann ich das wieder so schlecht lesen. Mittlere Schiene. Bei ca. 140 Grad Umluft für ca. 80 Minuten. Gut. Leute, gehen wir zum Backofen rüber. Beziehungsweise den heize ich jetzt erst noch schnell vor. Eins hätte ich jetzt fast noch vergessen. Wir tun noch ein klein bisschen von dem Rapp oben drüber streuen. Wollte ich eigentlich direkt auf den Leberkäse. Ja gut, jetzt ist es halt auf dem Bacon. Fertig. Gut. Es ist soweit. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. 18.07 Uhr. Hauen wir rein. Wie gesagt, 140 Grad Umluft. Und drin lassen wir tun circa bis 19.30 Uhr. Dann sollte er eigentlich fertig sein. Ja. Warten wir es ab. Und ich bin gespannt, wie sich der Bacon entwickelt bei 140 Grad. Ein klein wenig haben wir schon überzogen. Aber sieht das nicht geil aus? Sieht das nicht geil aus? Wir holen nachher gleich raus und werden den anschneiden. Aber zuerst, ja, muss noch hier drüben
der Kartoffelsalat fertig gemacht werden. Huhu, fast wäre ich wieder zu spät gewesen. Ich werde hier umeinander geschoben. Ja, klang halt noch. Ja, mache ich. So, jetzt bin ich ja gespannt. Was unser Bacon-Leberkäse so kann. Lecker sein. Oh, man sieht die Bacon-Stücke da drin. Leute, sieht das geil aus? Oder sieht das geil aus? Wisst ihr was? Ich mache ein Probierle. Mehr Gewürz hätte da gar nicht rein dürfen. Reicht vollkommen aus. Richtig geil. Das ist so Leberkäse, nur mit Bacon. Wow. Ja, und halt ein bisschen Barbecue-Gewürz. Aber welches ihr dafür nimmt, das bleibt natürlich euch überlassen. Ich finde es spitze. Okay. Machen wir gleich noch das Fazit. Dazu noch den Kartoffelsalat, den habe ich ja auch schon probiert. Von meinem Schatz auch hervorragend. Einfach lecker das Ganze. Leute, macht so einen Bacon-Leberkäse nach. Probiert es selber aus. Schatz hat vor allem noch heute gemeint am Telefon, sind da auch Zwiebeln drin? Habe ich nein gesagt, sagte, schade. Gut, dann werde ich demnächst wahrscheinlich nochmal einen machen mit Bacon und Zwiebeln. Oder Schatz, was sagst du dazu? Ja. Okay Leute, ich muss jetzt essen. Wir sehen uns dann eventuell im nächsten Video. Das heißen wird, der Grillschrank geht unterwegs. Okay, das war's. Ciao.